Charlie, Echo, Delta und die allerbekannteste von allen vielen Blue sind ja so das bekannte Velociraptoren-Squad aus dem allerersten Jurassic World-Film aus dem Jahr 2015. Alle vier Velociraptoren wurden von Owen Grady herangezogen und eben auch später trainiert, nachdem man sie eigentlich ursprünglich als Attraktion für den Park benutzen wollte, dann aber gemerkt hat, Velociraptoren sind ein bisschen zu unberechenbar und auch zu intelligent, deswegen lassen wir Grady am besten mal an diesen vier verschiedenen Raptoren ein paar Studien erforschen und herausfinden, wie das Verhalten dieser Tiere untereinander ist und eben auch, wie sich diese Tiere gegenüber dem Menschen verhalten. In diesem Video geht es genau um diese vier Velociraptoren. Ich werde alle vier mal ein bisschen mehr beleuchten und die eventuell ein bisschen näher bringen, denn ihr habt mich gefragt, Tobi, kannst du nicht auch mal so ein Aufbearbeitungsvideo der Charakterisierung der Velociraptoren aus Jurassic World machen, ähnlich wie du das auch schon mit den Atrociraptoren aus Jurassic World Dominion gemacht hast? Meine Antwort dazu ist ja. Das mache ich jetzt hiermit. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir in diesem Video mit der bekanntesten der Velociraptoren an, nämlich mit Blue. Blue ist unter anderem, übrigens auch, ich weiß, tragische Geschichte, ist die einzige dieses Vierer-Squads aus Jurassic World, die allen Anschein nach überlebt, bis nach Jurassic World Dominion. Also Blue ist immer noch am Start, wenn es weitergeht mit der gesamten Jurassic-Reihe, könnte Blue immer noch auftauchen, weil die gibt es eben immer noch. Im Gegensatz zu allen anderen Velociraptoren in diesem Video, denn alle anderen drei sind nämlich im Kampf gegen den Dominus Rex gestorben. Blue wurde, genau wie der Rest vom Rudel, im Jahr 2012 von InGen geschaffen, noch vor der Übernahme der Masrani Corporation. Ursprünglich sollte sie, ebenfalls wie der Rest der Velociraptoren-Crew, im Jurassic World als Attraktion gezeigt werden, bis man eben dann gemerkt hat, nee, die sind zu unberechenbar, das ist eine zu große Gefahr für die Parkbesucher und deswegen händigen wir diese Raptoren mehr oder weniger an Owen Grady aus, der dann daraufhin mit diesen Velociraptoren trainieren konnte und eben auch eine Bindung zu diesen Tieren aufgebaut hat, was dann später eben auch bei Hoskins und vielen anderen nicht unbemerkt bleibt. Ich meine, diese ganze Bindung von Owen zu Blue und zu den anderen Velociraptoren ist schon sehr bekannt, weil sogar in Jurassic World Dominion weiß Alan Grant, wer Owen Grady ist und sagt sogar, sie sind doch der Typ, der Raptoren trainiert. Das heißt, diese ganze Forschung an Velociraptoren ist irgendwie auch nach draußen geraten und deswegen macht das auch gerade Blue als einzige Überlebende des Indominus Rex Konflikts so interessant für, naja, eben für Gegner der verschiedenen Jurassic-Filme. Laut offiziellen Angaben von Universal ist Blue das Beta-Tier im gesamten Rudel. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, Moment, wer ist denn dann das Alpha? Charlie oder Delta oder Echo? Keiner von denen. Nein, die Antwort ist, und das haben wir auch schon mal in einem schönen Twitch-Livestream diskutiert gehabt, ihr hattet recht gehabt, Owen Grady ist laut offiziellen Angaben das Alpha-Tier dieses Rudels gewesen. Wir haben damals so ein Quiz gemacht online im Livestream und ich meine, wir haben damals sogar irgendwie Blue als Alpha angegeben und das war aber falsch und da sind dann Diskussionen ausgebrochen, wie ich sowas nicht wissen kann und das muss doch Owen sein und ich habe gesagt, nee, das ist doch Quatsch, Owen ist kein Raptor und ja, ihr habt recht gehabt, Owen ist laut offiziellen Angaben das Alpha-Tier des Rudels und Blue ist eben in dieser Hinsicht Beta. Nicht zu verwechseln mit Beta, die später noch als Kind geboren wird, sondern Blue ist, also der Name ist nicht Beta, sondern das Tier ist einfach das Beta-Tier im Rang. Dieses Video könnte verwirrender werden, als ich gedacht habe. Der Grund, warum Owen übrigens so eine extreme Bindung zu Blue aufbauen konnte, liegt nicht daran, dass Blue später der einzige Raptor ist, der eben überlebt hat. Nein, wir sehen ja in Jurassic World Fallen Kingdom auch, dass Blue schon bestimmte Verhaltensmuster an den Tag gelegt hat, als sie noch ganz klein war und Owen sie quasi noch als Baby trainiert hat. Das heißt, ja, Blue ist einfach de facto etwas Besonderes und zwar nicht nur, weil sie eben diesen Vorfall aus Jurassic World 1 überlebt hat. Dann kommen wir jetzt mal zu Charlie. Charlie ist die jüngste Velociraptorin in diesem gesamten Velociraptoren-Squad und damit auch die wildeste. In dem offiziellen Jurassic World Compendium wird beschrieben, dass Owen Grady ein besonderes Auge auf Charlie gerichtet hatte. Nicht wegen einer extremen Bindung, nein, sondern weil er eben diesen Velociraptor nicht aus den Augen lassen wollte, weil er ihr eben nicht vertraut hat, eben weil sie so unbändig und wild war. Ebenfalls wird hier beschrieben, dass Charlie Blue sofort unterwürfig gewesen ist und sich von Anfang an als Rudelführerin akzeptiert hatte. Und ja, jetzt kommen wieder Leute an, die sagen, du hast doch aber gerade noch gesagt, Owen ist das Alpha. Wenn das Alpha-Tier eben nicht zu geben ist, das heißt, wenn Owen einfach mal nicht dabei war, zum Beispiel, wenn er nachts geschlafen hat, ist der Rang des Anführers auf Blue übergegangen.
Und das hat eben Charlie einfach so akzeptiert. Warum man das hervorheben muss, dass Charlie das eigentlich vollkommen schnurz war, dazu kommen wir gleich noch bei dem letzten Velociraptor. Denn es gibt hier den einen oder anderen, der das vielleicht nicht ganz so cool gefunden hat. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Über Deltas Vorgeschichte ist gar nicht so Interessantes bekannt. Also da ist weder bekannt, dass sie besonders wild gewesen ist, noch eben, dass sie Blue unterwürfig war. Man weiß allerdings, dass Delta sich in diesem Rudel angepasst hat, was für mich bedeutet, ja, auch sie hat sowohl Owen als Alpha, als eben auch Blue dann eben als das Beta-Tier angesehen. Geboren wurden alle Velociraptoren in diesem Video übrigens im Jahr 2012 und sind im Jahr 2015 gestorben, sind aber offiziell 2015 bereits ausgewachsen gewesen, was mein Video von irgendwann mal unterstützt, ja. Die Dinosaurier brauchen auch in Jurassic World immer noch lediglich 3 Jahre durch diese Wachstumsbeschleunigung, um eben komplett auszuwachsen. Ja. Wenn wir uns jetzt mal Echo anschauen, wird es jetzt hier schon wesentlich interessanter. Echo ist genau wie auch ihre 3 Geschwister Teil des sogenannten, jetzt muss ich es hier gerade mal ablesen, Ibris Projects. Also Ibris ist das ursprüngliche Projekt, das bedeutet in Wörter übersetzt, Integrated Behavioral Raptor Intelligence Study. Also es geht dabei eben einfach um ein Projekt, wo man eben die Intelligenz von Velociraptoren studiert hat. Wenn wir uns Echo mal genau anschauen, dann sehen wir, dass sie genau über die Schnauze gezogen so eine Narbe trägt. Und die hat sie tatsächlich von Blue bekommen, weil Echo eines Tages versucht hat, Blue den Rang als Beta oder zu diesem Zeitpunkt Alpha abzustreiten. Das Ganze ist laut offiziellen Angaben damals passiert, als Owen eben gerade nicht zugeben war. Das heißt, der Rang Alpha ist von Owen auf Blue übergeschwappt und Echo hat das Ganze eben nicht akzeptiert, wollte Blue den Rang streitig machen und hat diesen Kampf eben verloren. So kam eben dann auch die Narbe zustande und das finde ich einen sehr interessanten Fakt. Ich mag so Nebengeschichten, so kleine Nebenfakte, die man eben dann so sehen kann. Und auch, naja, diese Narbe erzählt eben eine Geschichte. Und wenn ihr jetzt beim Film schauen mit eurer Freundin, mit eurem Freund, wenn da jetzt mal die Frage aufkommt, oh, was ist das wohl für eine Narbe im Gesicht von diesem einen Raptor? Dann könnt ihr sagen, ey, ich habe da eine ganz coole Story. Das ist Blue gewesen in einem Rangkampf um den Platz Beta oder eben zu diesem Zeitpunkt das Alpha. Eine daraus resultierende, ziemlich fiese Hintergrundgeschichte von Echo ist tatsächlich, dass sie aufgrund dieser Narbe immer so ein Grinsen im Gesicht hatte, quasi wie der Joker. Und deswegen wurde sie einfach im Jurassic World Park immer verhöhnt und hat daraufhin den scherzhaften Namen Elvis bekommen. Ja, die haben tatsächlich Echo einfach gemobbt und ausgelacht, weil sie den Kampf verloren hatte und eben einfach grausige Narben im Gesicht hatte und deswegen. Der Mensch ist einfach auch in der Welt von Jurassic World scheiße. Aber das wäre jetzt so das Vierer-Squad, das Raptoren-Squad von Jurassic World. Ich weiß, da gibt es noch mehr zu erzählen, die verschiedenen Todesfälle und alles drum und dran, aber das sind so die Grundgeschichten, die man eben mit offiziellen Angaben über diese Velociraptoren weiß. Ich hoffe, mit diesem Video bin ich deiner Anfrage nachgekommen und habe dir hiermit die Antwort geliefert, was die Velociraptoren betrifft. In diesem Sinne bin ich auch schon wieder raus mit dem Video für heute und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.